Also, ich bin Gerber-Ester. Das Handwerk, das heisst Schere schneiden oder Messer schneiden. Es gibt beides. Es gibt einen Schere schneider und einen Messer schneider. Aber der Oberbegriff ist gleich Schere schneiden. Ursprünglich in der Schweiz ist es vom Sanaland. Man weiss aber von Japan und China, dass es schon viel länger besteht als hier bei uns in der Schweiz. Die Bauern haben das gemacht in den Wintertagen, wenn sie nicht Dossenwerk hatten. Die ersten waren Männer, die nachher das angefangen haben mit irgendeinem Papier aus der Zeitung oder aus einem Heftli, haben die nachher ihre Schere Schnitte gemacht. Das sind so die ersten Werke, die man kennt, oder? Ja, mir tut vor allem das Zeichnen und das Schneiden faszinieren, aber noch fast mehr das Zeichnen, das Gestalten zuerst. Ja, meine Lieblingssujets, das sind vor allem Bäume. Bäume aus der Natur, echte Bäume, wenn es geht. Tiere habe ich auch gerne, tue ich für auch noch viel machen. Und die traditionellen Schnitte mit aber ländlichen Sujets, die möglichst real sind. Also, wie lange hat man einen Schere-Schnitt? Das kann man eigentlich nicht so sagen. Je nachdem, wie fein man schneidet. Oder? Die Schere-Schneider, die gröber schneiden, haben auch weniger lang. Und wie feiner man wird, wie länger hat man. Mein längstes oder grösstes Werk ist auch etwa 150 Stunden bis jetzt.